Buen día. Buen día. Hello, hello, hello. Wir werden jetzt shoppen. Wir gehen jetzt in Rambla, weil in Corte Inglés haben wir nichts gefunden. Also nein, zuerst okay. Unser Ziel von heute ist eigentlich ein bisschen rumshoppen. Eigentlich wollten wir schwimmen gehen heute, aber wir sehen könnt, es windet. Und dann haben wir entschieden, gehen wir ein bisschen shoppen, auch wenn ich eigentlich gar kein Geld mehr übrig habe, weil... Danach, was wir auf jeden Fall machen werden, wir zeigen euch unseren Zimmer, aber zuerst zeigen wir euch die Stadt, wo wir gehen. Talk. Leave me alone. Talk. Die Tauben haben nicht mal Angst gehabt und ich bin ungeschminkt. Wie geht das? Was ist das? Mira che lindo castello. Ma das ist mein Haus in den paar Jahren. No, wieso zeigst du dich? Du bist etwas Besonderes, dein Gesicht. Ist nur für die Blinde gemacht. Jetzt ist grün! Rennen, rennen. Jetzt wir gehen in Bershka. Weil ich suche. Weil, mein, ich suche, weil meine Schwester so. Ja, später, ich will marken. Jetzt gehen wir in Bershka, weil ich suche Jeans für mein Second-Hand. Das ist mega schön, oder? Soll ich anprobieren? 3, 2, 1. Oh wow, mit dem Top. Ja, aber stell dir vor, ohne Top. Meine komplette Brüste sind raus. Kommt ein bisschen Wind und es macht. Okay, jetzt, wo gehen wir jetzt? Zara! Weil wir bei Bershka nichts gefunden haben. Zeig dein Outfit, Outfit of the Day. Looking wie eine Bürgerliche. Jetzt gehen wir bei Bara, ja. Bei Bara. In Italienisch Bara bedeutet Sarg. Endlich kann ich tot sein und glücklich. Ich habe meine Schwester gefunden. Das war vor meiner Nase ein OP. Und wo bist du? Hey. Nein, nein, sie ist zu dünn. Nein. Ich bin da. Tschüss. Diese Tasche ist wie mein Geduld. Klein und limitiert. Nope. So meine Kinder, jetzt, dass die Sonne nicht die Überbeleuchtung des... Was ist da los? Habt ihr das gehört? Naja, auf jeden Fall meine Kinder, jetzt, dass die Sonne ein bisschen runtergegangen ist, zeige ich euch, wie unsere Hotelzimmer ausschaut und was für eine wunderschöne Aussicht, dass wir vom Hotel haben. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Da unten ist ein Pool und da ist das Meer oder ein Ozean, aber ich weiß das nicht, weil ich absolut nicht gebildet bin. Unser Zimmer ist fucking gigantisch groß. Da haben wir einen kleinen Wohnzimmerbereich, weil wir absolut nötig haben, Platz für zwei Menschen halt. Es gibt Schrank, es gibt so eine kleine Schminkecke, wo wir einfach draußen gucken und wünschen, einfach runterspringen zu dürfen. Aber leider gehen die Fenster nicht auf. Das ist immer ganz traurig. Da können wir die Hunde mit Booten sehen. Da haben wir, oh, da haben wir das Bad, zweitürig. Da drin, es gibt eine Toilette. Da, es gibt so Dusche, plom, 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 plom. Und dann hier, es gibt die Badewanne, auch richtig gut, und da sind, naja, wenn ihr nicht blind seid, seht ihr genau, was das ist. Und dann kommen wir in unsere Schlafzimmer, wir haben ein Fernseher, eigentlich haben wir zwei, eine dort unten ist auch, dann, es liegt gerade ein Wal auf das Bett. Ha! Hola! Sie guckt gerade TikToks und ja, das ist einfach das Schlafzimmer. Von dieser Seite sehen wir ein anderes Gebäude, mehr ein bisschen von der Stadt und von diesem Fenster sehen wir auch der Rest von der Stadt. Und oh, jemand ruft mich an. Wir sind gerade da am Swimmingpool. Ist mega schön. Das Wasser ist so fucking kalt. Guck die fette Tonne. Looking. Spring rein. Sie kotzt den ganzen Mittag hoch. Ich warte noch ein bisschen. Okay, mal gucken, ob meine Schwester in den Pool reingeht. Sind wir alle gespannt? Komm, zeig uns. Mal, was macht sie? Hey, meine Kinder, so sieht das Ganze in die Nacht aus. Dort haben wir die Disco Schoko. Dort haben wir die Disco Opium. Dort
Wo sind die anderen? Dort haben wir die Disco Carpe Diem. Dort haben wir die Disco Aqua. Und keine mehr. Wo ist der Pascha? Und da haben... Na, wo ist der Pascha? Nein, Pascha. Der Pascha ist der dort. Nein, ist auch nicht. Normalerweise... Wir sehen könnt, es sind all die kleinen Hütten dort und die Discos sind eigentlich unten, dort sind nur Eingänge, aber ich finde den Pascha-Eingang nicht. Naja, auf jeden Fall, ich wollte euch zeigen, wie das in der Nacht ausschaut, weil ich heute absolut einen Scheiß gefilmt habe und ich mich deswegen schlecht fühle. So, meine Schwester ist bereit für einen Mann. Hola, Papi, yes. Ich bin jetzt auch geschminkt und wir gehen essen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir den ganzen Tag gemacht haben, oder? Was? Wir haben den ganzen Tag nur gegessen. Meine Schwester hat dann am Nachmittag 2 Stunden gepennt. Nein, nicht 2, war 1. Von 5 bis 6. Boah, ich war so müde und jetzt ich fühle mich. Das matcht. Aber innerlich immer noch tot. Und ja, wir gehen essen, wir gehen dann... Mit meinem Freund. Und dann wahrscheinlich gehen wir noch... Wahrscheinlich! Gehen wir noch vielleicht feiern. Sicherlich. wahrscheinlich vielleicht. Ich denke nicht, aber... Wo sind wir? So. Erkläre, wo wir sind. Ja, wir sind in einem Restaurant. Ein peruvianisches Restaurant. Nobody can hear you. Wir sind in einem peruvianischen Restaurant. Was? Wir sind in einem peruvianischen Restaurant und wir werden jetzt essen. Wir zeigen euch, was wir füttern werden und hoffen wir, dass dieser Vlog ein bisschen weniger scheiße wird, wie wir denken. Aquí se come como en casa, pero sin tener que lavar los platos. Was bedeutet das? Translation. Hier ist man gut wie zu Hause, nur dass man die Teller nicht abwaschen muss. Das ist wie Estrella. Ora una estrella como mía. Ah. Dice, no me acuerdo, no me acuerdo. Okay, wir haben jetzt Kartoffeln, Wurst, Käse und Mayo. Es ist unsere Essen gekommen. Er hat Ente bestellt. Pato. Was haben wir bestellt? Wie heißt unsere auf Spanisch? Mandi. Rindfleisch haben wir auf Spanisch. Lomo. Heißt das auf Spanisch Lomo. So, wir haben fertig gegessen und ich muss sagen, unsere Teller war gut, aber, ja, aber die Soße hat die Soße, geschmeckt. Ja, die Soße war so eine, eine chinesische Soße und no, a mí no me pongas una salsa de chino. Ahora vamos de fiesta y jetzt ja, bist du schon besoffen oder was? Wir gehen tanzen. Okay. Ich habe meinen Fuß ja gestern gefunden. Ah, wow. Okay, meine Kinder, es ist Sonntagmorgen, wir sind tot. Meine Schwester, wir probieren, den Scheiß aufzumachen. Oh, siehst du, du hast es geschafft. Ja, vorher ein Viertelstunde nicht, aber wenn die Kamera an ist. Ein guter. Wir sind so müde. Wir sind müde.